Und jetzt erkennt man das ganz gut. Hast du gemerkt? Achte mal. Es ist neu. Hoschkenten ist bei Kfz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ist der Farid dabei, BMW Farid. Unten verlinkt, könnt ihr gerne abchecken. Warum der Farid heute da ist, kannst du ja selber erklären hier. Der gute Jonas hat mich angerufen, hat mich gefragt. Er meinte mal, ey Farid, du hast doch immer Content, wie du die Ansaugbrücken bei BMW sauber machst und die Einlasskanäle. Ich habe hier zwar ein Fahrzeug, ist kein BMW, aber komm, springen wir über den eigenen Schatten. Machen wir mal einen VW-Motor, ne? Den 10-Zylinder Diesel. Meine Mutter fährt einen VW. Aber sonst schraubst du nur BMW. Nur ausschließlich BMW. Also ich habe dich echt überredet, dass du einmal in deinem Leben an einen VW schraubst. Und dann noch ein 10-Zylinder. Ja, so viel schraube ich ja selber nicht dran. Wir reinigen ja die Einlasskanäle. Das machen wir heute, genau. Wir reinigen die Einlasskanäle und da muss ich ja nicht so viel schrauben. Da halte ich ja nur das Gerät rein, sag ich mal. Ansaugkanäle hier. Du siehst du das? Wie die aussehen? Jetzt sieht man es deutlich besser, glaube ich. Genau, hier siehst du ja voll mit Ruß voll. Man muss echt raten, was du da siehst. Also ist ja ein Ventil. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sauber das wird. Wir müssen mal gucken. Ich habe ja die BMW-Aufsätze. Aber ich bin der Meinung, der müsste hier auch aufpassen, bin ich der Meinung. Sieht sehr ähnlich aus. Können wir da nicht irgendwie. Man kann da auf jeden Fall auch was basteln. Ja, also das kriegen wir bestimmt hin. Ich zeig mal das Gerät. Ne? Das ist ja auch sehr interessant. Alles erstmal nach vorne sehen, oder? Was ist das denn? Da sind die Adapter drin. Ja, aber das? Das ist das Gerät selber. Zum Strahlen. Wahnsinn. So. Gut, das hast du jetzt auch extra mitgenommen. Ja, also das Ding ist, ich wusste jetzt nicht, was für ein Staubsauger da hast. Ja. Hapert an dem Staubsauger, so weißt du, wollte ich nicht. Okay. Und das sind halt so die Geräte, mit denen ich zusammenarbeite. Das ist ja nicht nur das Gerät. Du brauchst ja einen Staubsauger, du brauchst eine Luft und du brauchst einen Kompressor. Gut, bei Kompressor und Luft war ich mir sicher, dass du sowas hast. Also gut, dass du deine Werkstatt mitgebracht hast. Aber ich habe dein Video ja gesehen, den Kompressor schon. Das ist ein Kompressor. Von daher hört man gar nicht. Jetzt erzähl mal, was ist das? Was also ist das hier? Das Gerät ist ein Strahlgerät sozusagen. Und also hier machst du Granulat rein, dazu kommen wir gleich. Hier haben wir die Sonde, ne? Und damit gehst du halt in den Einlasskanal rein. Aber nicht einfach so, sondern da gibt es hier, sag ich mal, ich nehme jetzt irgendeinen Adapter raus. Zum Beispiel so einen Adapter. Passend halt für BMW. Das ist jetzt ein Benziner-BMW-Adapter. Da gehst du rein, ne? Und dann gehst du mit der Sonde hier durch. Schießt hier drinnen. Da schießt du dann quasi das Ventil sauber. Und hier wird das dann abgesaugt. Direkt. Im selben Moment wieder abgesaugt. Ah, das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist schon aber echt stark. Dass der mit solchen Muttern hier fest gemacht werden. Ne? Das ist Wahnsinn. Aber ich muss ehrlich sagen, da steckt doch richtig Power hinter. Ne? Also, ja, das merkt man, da sieht man. Also wir können es ja mal aufmachen. Interessant auf jeden Fall. Ja, das ist halt so Walnussschalengranulat. Genau. Das ist halt ein weiches Material, damit du halt auch nichts zerstörst. Ne? Wenn du jetzt Sand nimmst oder so. Die ganzen Leute haben mir das auch in den Kommentaren geschrieben. Mittlerweile. Das ist ganz weich, ne? Aber wenn du es halt schießt, wird es halt richtig, der reinigt. Also der Reinigungseffekt ist echt enorm. Ich glaube, hier dieses Walnussgranulat ist ja auch extra dafür da, falls du irgendwas in den Brennraum reinkommen sollte, meinst du nicht, dass es halt nicht schädlich ist für den Menschen? Also, da habe ich Geschichten gehört. Das Problem ist, ja, wenn du den Zylinder flutest mit Walnussgranulat. Ja, das ist ja klar. Aber das Ding ist, was ich immer habe, was nach dem Strahlen gehen wir ja nochmal mit Luftdruck selber und pusten halt so die ein, zwei Körner noch weg. Aber das Ding ist, dass du immer, also du hast immer, wenn du den ersten Mal startest, dann schüttelt er sich so ein bisschen. Weil er halt noch diese restlichen, die so klemmen im Ventil, kurz ansaugt, aber, zieht aber durch. Ich meine, wenn da jetzt ein bisschen was drin wäre, ist aber jetzt nicht schädlich für den Motor. Ich rede hier von so vereinzelte Körner hier. Und so ein Korn ist halt, hier siehst du ja so mega klein. Er wird jetzt auch nicht jetzt irgendwie, wenn es jetzt irgendwo zwischen den Kolben jetzt irgendwas drin wäre, dass er den irgendwie so kratzen würde. Ich habe so viele Fahrzeuge gestreut, dass ich so von Erfahrung sagen kann, locker über 100 Fahrzeuge gemacht und keiner ist da irgendwie gekommen, hat dann danach Probleme gehabt. Ich bin jetzt gespannt, wie das Ding jetzt... Wie das Ding gleich performen wird. Ja, also da bin ich gespannt. Kann ich auch selber gleich mal probieren? Ja, klar. Ich würde sagen, ich mache den ersten. Ja, okay. Und dann siehst du es einmal und dann machst du den zweiten. Alles klar, dann machen wir das so. Weil du hast ja im letzten Video, habe ich ja auch fleißig gesehen, wie du die Glühkerzen rausgeholt hast mit dem Wundermittel. Ja, ne? Das war der Ey, ich stand da, ich dachte mir so, nicht sein Ernst, oder? Hast du Interflock?
Nee, habe ich nicht. Gib ich dir gleich. Darf ich sagen, von welcher Marke ich so? Natürlich kannst du sagen. Also ich benutze von Liqui Moly dieses Zeug. Ja, klar. Und an sich bin ich zufrieden, aber manchmal hast du trotzdem den Fall, dass du das trotzdem hängt oder so. Also jeder hat immer seine eigenen Sachen. Also Achmed-Haare, der ist im Hintergrund. Ja. Das Geilste ist, das Zeug ist so teuer, ich gebe das Achmed-Haare und dann gehe ich mal zu ihnen in die Werkstatt. Was macht der Rostlöser? Benutzer. Er benutzt den Rostlöser. So, aber du weißt, dass das Ding teuer ist, ne? Also das ist gut als Rostlöser. So, halt. Jetzt haben wir alles abgemacht. Genau. Ich würde jetzt einfach auf der Seite beginnen? Wie du willst. Das, mir ist es auch egal. Also ich würde dann einfach auf der Seite jetzt beginnen. Ja. Gucken wir mit der Kamera rein. Ja, aber ich habe genau das Gleiche. Das ist das Gleiche, ne? Habe ich gesehen. Wirklich, wirklich geniales Ding. Also ist das Hammer. Also der hat eine krasse Auflösung, muss ich sagen. Achso. Ist zwar nicht günstig, aber wenn man andere Markenhersteller vergleicht, ist der günstig dagegen. Ja. Komm, wir gucken uns jetzt die ganzen Kanäle. Oh mein Gott. Boah. Jetzt erkennt man das ganz gut. Ja, ist der zu oder ist der... Ist der nur... Kommt da die Kruste an. Das ist Wahnsinn, ne? Wie so eine Mondlandschaft. Was ist denn hier alles drin? Also wenn ich mal Ratschenschlüssel suche, das ist bestimmt hier drin. Vielleicht liegt da noch eine Mutter von Anfang. Vielleicht liegt da noch ein Motor drin. So. Kleiner Vielzeller liegt da drin. Wahnsinn, was da alles her. Alles Abgasrückführung, ne? Pff, das ist krass. So, das ist. Das war der erste. Der zweite wird natürlich. Der ist ein bisschen offen, siehst du das? Weil es da glänzt. Ah, guck dir das mal an. Das ist so ein Unterschied, ne? Also da siehst du ja, dass oben. So sieht das Ventil sauber aus, da oben. Jetzt. Das sieht man auch ganz gut. Ne? Genau, und da siehst du ja. Hier, guck mal. Wie viel Material jetzt auf dem Ventil drauf ist. Was ist das da hinten, was so... Das ist abgebrochen. Das ist Rußpartikel irgendwo, glaube ich. Liegt auf dem Ventil, hast du gesehen? Guck mal, das liegt auf dem Ventil, oder? Ach du Heilige. Der Rest? Ja, ja. Ventil ist auf leicht. Wahnsinn, ey. Das ist ja... Weißt du, wie das so aussieht? Als würde so ein Vogel hier drinnen sein Nest bauen. So sieht das aus. Kennst du diese Dokus? Und der das geht ist jetzt genau. Der dritte, oder? Das ist der dritte? Keine Ahnung, ey, der hat doch 1000 Ventile hier. Aber das ist auch die Kruste, guck mal. Ach du Alter, das ist Kruste, ne? Das ist. Normalerweise ist er ja ganz dünn. Also sehen alle so aus. Mhm. Wahnsinn. Vielleicht die Bank mal wechseln, das ist die andere Bank. Ja, also ich guck mal in der. Der müsste ja sowieso der schlimmste sein, weil der. Oh, Alter. Das ist Wahnsinn. Da steht ja richtig was ab, da links. Ja. Krass, dass der noch funktioniert hat, der ganze Motor. Ja, ne? Bist du denn damit reingefahren hier in die Werkstatt? Ja, der hatte volle Leistung gehabt. Der also, lief ja. Was beeindruckend war, war ja, Turbostrauch war kaputt. Der war gerissen, der hat so ein riesen Loch gehabt. Aber trotzdem Leistung. Turbo hat sich nicht gedreht, null. Hier war alles mit Ruß voll. Ansaugbrücke, Ruß voll, aber der hat eine Leistung gehabt. Das kann ich ja gar nicht erklären. Da ist unser kompakter Witz dagegen, ehrlich. Du Diesel, wie viele Newtonmeter hat das Ding? 750. Na, das ist Wahnsinn. Überleg mal, die armen Antriebswellen. Bitte, ich komme mal hin. Ja. Kurz. Guck mal, hier sieht man, also so wird, glaube ich, also du machst das ja sehr oft, Farid. Ja. Das ist ganz normaler Diesel, ne? Also nach 100, nach 200.000 so. Wobei ich aber hier sagen muss, dass auf der Bank es öliger ist. Auf der anderen Bank ist es mehr rußiger, hier ist es Ruß und Öl. Das sieht so, das glänzt alles so ein bisschen. Ja. Welche Seite hast du nochmal geklemmt? Die Seite hier. Die andere Seite, die schlimm aussah. Ja, stimmt. Aber vielleicht hat der hier noch, auch wie du schon sagst, mit dem Turbo ein Problem. Ja. Weil es hier so ein bisschen auch, da ist ein Ölfilm alles, weißt du? Ja. Aber Ruß meine ich so mehr, ne? Also weniger Ruß auf jeden Fall. Hier ist weniger Ruß, aber mehr Öl. Das Licht stört ihn. Also hier die Seite sieht natürlich nicht so schlimm aus. Aber wie Farid jetzt schon meinte, öliger. Hier ist öliger. Ja, Wahnsinn. Joa. Ey, was mich interessieren würde hier, wenn ich schon den hier habe. Was ist das denn mit dem Kühler raus hier? Ja. Das ist, glaube ich, nur Schmutz. Schmutz ist das hier. Der ist sehr interessant. Beim ersten Start fliegt der weg. Ja. Aber das Problem ist, der fliegt in den Turbo rein. Ja, der muss den Krümmer nochmal ausbauen. Ja, da muss den Krümmer ausbauen. Ausgangssituation haben wir jetzt. Ich drehe mal kurz meinen Cap um. Pass auf, ich fange mal damit an. Ich kratze erstmal vorne, das was jetzt im Sichtbereich ist,
Da habe ich so eine Kratzer. Damit kratze ich das jetzt erstmal runter. Boah! Kratz hier so an den Wänden, kratze ich immer das Gröbste erstmal weg. Genau. So zum Beispiel. Genau. Oh, okay. Am besten noch einen Lappen. Weil wenn den Kratzer dann dreckig ist, dann kannst du es immer hier so abschmieren. Okay. Das heißt, ich kann es auch ganz normal. Ich sag mal, Farid, du kannst auch reinfallen, ne? Ist ja nicht schlimm. Ist nicht schlimm, ne. Das pustet mir eh gleich alles raus. Und das ist halt für die ganz hartnäckigen Fälle, ne? Ja, also ich sag mal so, wenn du das so ein bisschen vorbearbeitest, ersparst du dem Gerät ein bisschen Arbeit. Mhm. Ne? Weil so Granulat ist ja auch nicht günstig. Und wenn du da diese fette Schicht drauf lässt, ist es halt, da musst du halt mehr schießen, sag ich mal. Aber wenn du jetzt so ein bisschen, nur ein bisschen vorbearbeitest, das reicht ja schon. Also wenn weil du kommst ja, du hast ja den Aufsatz, den du hier vorne drauf machst und du fängst ja erst, sag ich mal, an, ab Zentimeter später an zu schießen. Ja. Du schießt ja nicht hier vorne an den Rand. Das machst du ja dann, das machst du mit dem Kratzer quasi erstmal. Also wenn ich so weitermache, haben wir auf jeden Fall eine Leistungssteigerung. Ja. So, was sagst du? Ja, so will ich es erstmal lassen. Ja, das ist jetzt einfach so grob alles weg. Einer hält es, ich würde sagen, du hältst. Ja. Ich stelle mich denn da und ich arbeite von da denn. Ey, siehst du, du kannst ja sofort VW es jetzt auch anbieten. Ab jetzt wird BMW Farid, wird er sich jetzt bestimmt Dings denn, VW Farid. Nach dem Video. Okay, die ganze eingeschaltet und jetzt machen wir fertig. Ich mache erstmal nur Luft. Erstmal nur Luft. Ach, nur Luft. Zwei Stufen. Erstmal nur Luft. Und jetzt geht's. Da kommt es. Du wirst dich jetzt erschrecken. Wer war ja? Wie lange haben wir jetzt gemacht? Keine 10 Sekunden, glaube ich. 10 Sekunden. Ich gucke jetzt erst mal rein. Ne? Guck erst mal selber rein. Ach du Heilige. Was? Wir gucken jetzt. Siehst du was? Wie ich jetzt auch geschaut. Ach du Scheiße. Ey. Der sieht aus wie neu. 10 Sekunden. Ey, was ist das für ein Ding? Guck mal, hier ist noch diese Kruste, die da geblieben ist. Können wir gleich noch versuchen, auch noch wegzubekommen. Oh, Wahnsinn. Aber dafür, das ist ja. Da ist ja gar keine Kruste mehr dran. Das ist. Da ist ja nichts mehr. Das ist blank. Ey, das ist Hammer. Der ist jetzt wieder auch Silber von innen, nicht mehr so schwarz. Ja, als hättest du das lackiert, ne? Ja. Diese Mondlandschaft ist nicht mehr da. Ey, guck mal, hier, Vergleich. Nehmen wir den hier. Hier haben wir noch nichts gemacht. Kannst du ein bisschen tiefer reingehen? Hier haben wir noch nichts gemacht. Oh, was für eine Kruste. Also Farid, darf ich das gleich mal eine Seite probieren? Natürlich. Ich würde dir sagen, du machst den nächsten. Wahnsinn. Machen wir hier nochmal was, Farid, damit also, kommen wir hier überhaupt in die Ecke. Kommen wir gar nicht, ne? Also wir kommen, wenn ich jetzt so reingucke mit meinem Auge, da kommen wir auf jeden Fall noch hin. Da würde ich noch einmal so einen kleinen Gang machen. Alter. Du musst halt genau... Hast du gemerkt? Ja, gehört? Ja, das ist ich. Der hat sich voll instant abgelöst, aber richtig. Hier ist das Granulat, was er da hat. Boah, ach du mal. Das ist jetzt dieser das ist noch sauberer geworden, ne? Ach, ist ja immer noch der erste. Das ist immer noch der erste. Wir sind jetzt nochmal drüber gegangen. Hier haben wir noch was Kleines, aber das reicht. Oh, ist schon. Guck mal, wenn du überlegst, wie es vorher. Wahnsinn. Als wäre der neu gegossen. Das ist Wahnsinn, achtet mal. Ne, wenn man jetzt natürlich so, ich sag mal, sich jetzt ein bisschen Zeit lässt und jetzt sie immer wieder aufmacht, immer wieder reinschaut, man könnte das natürlich perfekt hinkriegen, aber es ist jetzt echt... Das ist 99%, würde ich schon sagen. Ja, und das ist, du bist das erste Mal 10, 15 Sekunden und jetzt nochmal 10, 15 Sekunden. Wahnsinn. Aber ich schieße ja nicht 10, 15 Sekunden, das ist ja so ein zweistufiges. Du machst so einen Tak, Tak, Tak. Ja, immer so kurz, immer so für eine Sekunde. Ja, weil wenn du 10 Sekunden hier hältst, ist der Tank leer. Der schießt das alles durch. Ach so, okay. Wenn du gedrückt hältst, ist das Ding innerhalb von wenigen Sekunden leer. Okay, ja, gut, dass du das jetzt sagst. Ne? Ich hätte jetzt gerade volle Kanne reingedrückt. Zweiter Zylinder, jetzt darf ich. Jetzt darfst du. Farid, kann ich da was kaputt machen? Das ist wichtig. Wir haben ja jetzt alles eingestellt auf OT. Du kannst halt theoretisch nichts kaputt machen. So, ich habe ja gelernt, ich lerne schnell. Ja. Erstmal sauber machen, sagst du. Genau, so vorne jetzt das Gröbste jetzt erstmal so ein bisschen wegkratzen. Ja. Genau. Das, was, wo du dran kommst, das Gröbste. Ja. Ventile müssen ja zu sein. Genau, lass mich mal einmal. Ja. Also ich mache es immer so zum Beispiel. Ja.
Nur so ein bisschen. So. Ach so, du machst es mit Gefühl. Ich wollte eine Leistungssteigerung machen, weißt du? Ja, ich mach so ein bisschen halt so. Ja. So, wenn ich schon eine Feinde in der Hand habe, sage ich so. Machen wir sofort so Kanäle vergrößern. So. Ja, die Ansaugbrücke passt nicht mehr, warum? Jetzt, also wir gucken jetzt extra jetzt nicht mit der Kamera rein, aber Ventil. Also jetzt mit der kleinen Kamera meinte ich. Du kannst natürlich reinschauen. Das mache ich jetzt sauber. Das ist einmal. Erste kommt nur Luft. Nur Luft. Und dann, wenn das du ist so. Und dann, wenn du nochmal drückst. Dann kommt das Granulat mit. Ja, das ist ja wie eine Kipstole. Ja, okay. Was ist? Okay, ich bin jetzt ganz so ein bisschen Luft. Das ist Luft. Ja. So, jetzt drück ich einmal. Ja, wieder Luft. Also, wie schon. Geschossen, jetzt wäre ja alles voll. Dann bin ich voll. Bei Dauer nicht aus. Wo sind wir hier? Aber für das erste Mal. Auf jeden Fall ganz gut. Aber guck mal, siehst du, da unten liegt noch das ganze Granulat. Meinst du, das ist Granulat? Ja, das, warte, ich habe da gerade Granulat vorhin gesehen. Irgendwie. Meinst du? Das kleine bisschen meinst du da am Rand. Das ist doch nicht voll, das sind ja ein paar Dinger. Die werden wir jetzt einfach nur mit Staub, also mit Luft wieder rauswirbeln. Ne? Ja, lass hier. Mich noch einmal. Farid, das ist ja eins. Ja, okay, nee, da habe ich mich getäuscht, ja. Ich würde trotzdem noch einmal kurz einen Kleingang machen. Ja, also ich würde dir auch, also ich lasse den Profi das machen. Also, aber wenn du von hier guckst, siehst du genau, wo du gestrahlt hast, guck mal. Siehst du die Kurve, die du da genommen hast? Ja, jo, sieht man voll. Ja, ich wusste nicht, wie ich drehe und so. Das ist schon, man muss Gefühl dafür kriegen. Ja, also ist ja Wahnsinn. Aber ey, echt nur einmal drücken, zweimal. Ich habe, glaube ich, dreimal gedrückt insgesamt. Ja. Eine Sekunde. Ja. Ne, so. Wir können mal gucken, wie viel weg ist. Und das ist Wahnsinn. Da geht echt. Guck mal, schon fast leer, Alter. Also ich glaube, also die Stelle. Also das geht echt schnell. Wie gesagt, wenn du 10 Sekunden hältst, ist das Ding gleich hier. Nicht mal. Ja, das ist. Also wenn ich jetzt 3 Sekunden, also jeweils eine Sekunde. Ey, man merkt auch, ne, was für einen Druck der hat. Das ist Wahnsinn. Was mich stört. Ist das da unten am Ventil? Ja, das ist auch in Ordnung. Warte, ich will das mal ein Schritt hoch. Das ist schon besser. Wahnsinn. Aber ich würde es jetzt so lassen. Ich würde es auch so lassen. So. Farid? Ja? Die schlimmste Seite, sollen wir die noch einmal zeigen mir? Ja, mal. Da haben wir ja gesehen, dass das am schlimmsten ist. Weil da bin ich mal gespannt, wie der sauer wird. Das sieht schon aus wie Rost da. Ja, ist Wahnsinn. Da kennt man auch sehr gut die Mondlandschaft. Ja, das ist... Vielleicht kommt eine Ratte raus, reicht dir. Also wenn du einen Löffel reinmachst, ich schwör's dir, da wirst du rausfischen. Kannst richtig löffeln da drin, ja. Wie so ein Nutella. Wahnsinn, Achtung. Genau. Hauptsache Plan erstmal drauf haben. Ich merke schon hier, wie er alles jetzt zieht. Ja, hier müsst ihr hier ein bisschen mehr Dreck. Ja. Spürst du das? Spürst du voll. Jetzt sind wir. Das ist schwer. Echt jetzt? Gucken wir mal
mal direkt rein. Ach du Heilige. Ey, guck mal, oben rum, alles sauber. Auch hier, man merkt, dass es ein Ventil war. Echt, ich dachte, das ist was anderes. Guck mal, hier alles sauber. Ja. Schon ein Riesenunterschied. Ein Riesenunterschied, jetzt schon. Das ist neu. Das Ding ist neu. Ja, Farid kennt das ja auch, ne? Ja. Also für dich ist das ja nichts Neues, aber für mich gerade, es ist wahr. Aber ich stand beim ersten Mal genauso da wie du. Selbst beim dritten Mal oder zehnten Mal. Ja. Es ist Wahnsinn. Es ist einfach Wahnsinn. Also mit sowas habe ich auch nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Ja. Deswegen meinte ich ja, wenn wir damit auf die Dings schießen, auf die Ansaugbrücke. Von außen kriegst du den, es ist wie Sandstrahlen, dann kriegst du den auch wieder blunt. Aber dann machst du Jetzt starten wir den Motor. Ja. So, Simon, jetzt gucken wir uns wieder jeden Zylinder einzeln an. Also, ganz kurz. Also vorher habt ihr das, ihr habt es ja gesehen, wie es Feuer hier aussah. Hier war es hier ölig, hier war mehr rußvoll. Aber hier war auch Ruß natürlich. Aber es sah schon extrem aus. Jetzt achten wir jetzt. Sammelt. Licht, mal gucken, ob er mitmacht. Wenn nicht, kann ich auch noch so separat. Das ist wie neu. Und weißt, was ich auch geil finde, du hast überhaupt nichts hier. Naja, so ein, zwei Granulate drin, aber die kann man gleich mit Luft einfach mit Luft, ne? Und das, was jetzt nicht mit Luft rauskommt, das zieht er durch, das merkst du. Ja. Das ist ja weiches Material, damit beschädigst du ja nicht den Motor. Wahnsinn. Aber ich finde, das Ergebnis ist einfach nur krass. Das ist so, als würdest du die Ventile neu eingebaut haben, ne? Guck dir das mal an, guck dir die Kanäle an. Wie viele Kilometer sagtest du noch? Hatte der drauf? Der hat jetzt 0 Kilometer, Samet. Sorry. Achte mal. Wahnsinn. Ahmed, habe ich hier was für dich, wenn du es kaufen möchtest. Überlegen, ist das wert? Ja, also, guck mal, boah. Guck dir das an. Da, jetzt, wo Farid nochmal Licht dran hält, jetzt siehst du es erstmal richtig. Was, wenn das neu ist? Ist Wahnsinn, ne? Als würdest du nochmal innen drin poliert haben. Ja. Ist ja gut. Hast du mehr PS? Naja, du hast auf jeden Fall mehr Luftdurchlass, ne? Ja, richtig blank. Das Luft verwirbelt nicht. Ja. Bessere Verbrennung. Mhm. Was sagst du? Nee, weil das Wichtigste ist ja, diese Luft wieder rüberkommt. Mhm. Ja, natürlich, also ist ja. Wir können ja jetzt nochmal. Weißt du, zum Beispiel, du kannst ja die Kanäle hingehen und richtig polieren. Polieren lassen, ja. Cool, das merkt, also sieht man das auch schon. Naja, sieht man das Ventil da hinten? Guck mal hier. Können wir noch machen. Wir können ja jetzt mal das verbrauchte Granulat uns angucken. Das Ding ist, ich sag dir, man erwartet jetzt schwarzes Granulat, aber das wird fast so aussehen wie da. Meinst du? Ja, safe. Ja, weil das halt Granulat über mehr ist, ne? So. Aber das ist ein VC. Ich kann es aber anders aussehen. Guck mal. Nutzt das nochmal? Nee, das kommt alles im Müll. Kann man das nicht mehr benutzen? Nee. Ja, das sieht ja wie neu aus noch. Du siehst ja so kleine schwarze. Ja, hier, ne? Ja. Und wieso kann man das jetzt nicht mehr benutzen? Nee, wenn du das jetzt nochmal ins Gerät machen würdest, würde das was verstopfen, ja. Ja, aber du merkst das ja auch. Guck mal, das andere ist ja richtig hell und das ist ja dunkel, ne? Auch hier siehst du hier, Ruß, guck mal. Was haben wir? Aber der Staubsauger ist auch brutal, der saugt doch echt. Das ist krass. Hammer. Den Ruß, der da vom Strahlen immer, da bleibt dann das Gröbste dran hängen, weil die Luft da ist. Weil es erstmal dagegen knallt. Mhm. Hat sie den wieder sauber gemacht oder war das jetzt auch noch? Nee, drin? Ich hab das auch noch. Das ist jetzt neu. Das ist jetzt neu. Da war vorher so ein richtiger Berg drauf, den habe ich abgekratzt und das ist jetzt neu. Kann man keine Sanddruck dadurch
Dadurch Sandbrücke. Ja. Das machen wir jetzt. Das ist eine Stahlkugel. Die verlieren ihre Wirkung nicht. Da kannst du immer wieder benutzen. Also das ist, also für mich war es sehr interessant. Und dieses Feuer-Nachher-Effekt, das war, ist unglaublich. Also ist ja einfach rechnen. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass es so extrem... Ja, klar, ja, klar. Ne? Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es so extrem sauber wird. Ja. Wirklich. Das ist Wahnsinn. Also Leute, erstmal danke für den Tipp. Danke an Farid auf jeden Fall. Ne? Ihr könnt ja natürlich mal auf seinen YouTube-Kanal gehen und einmal ihm folgen, einmal abonnieren. Er wird sich freuen. Ne? Unten verlinkt. Ich liebe einfach sowas. Solche Geräte dran schließen, reinigen. Weil wie ist das sonst reinigen, ne? Würde mir jetzt auch nicht sein. Ja. Also sonst hätte ich gesagt, wir bauen das wieder ein, dann geben wir irgendwelche Sachen rein und dann verbrennt das sich das irgendwie. Aber da ist wieder das Problem, wenn du da was reingibst, bin ich der Meinung, du ziehst es einmal durch den ganzen Motor, durch den Turbo, durch den Dieselpartikelfilter, weil den ganzen Schmutz, den du hier hast, der muss auch durch den Partikelfilter. Ja, klar. Und ich finde diese Methode finde ich leider nicht so gut. Da finde ich das besser, dass du es rausholst. Da kommt es nicht hin, aber in die Verbrennung. Ja, ja, aber der muss ja wieder raus. Wieder raus. Durch den Turbo. Macht bitte eher einen Motorschaden machen. Ja, das wirst du auf jeden Fall mehr Probleme kriegen. Also das ist auf jeden Fall die saubere Lösung. Ja, aber ich finde es auch geil. Und wie du schon sagtest, ne, wenn da mal jetzt was ist, ja, jetzt paar Krümel sind noch drin, aber die kann man bedenkungslos. Ne, kannst du absaugen. Ja, ich werde es ja nochmal mit Luft sauber machen später. Ich muss das nochmal einstellen, alle. Und dann, das war's. Aber ich finde das geil. Dankeschön auf jeden Fall. Gerne, gerne. Wenn wir das zusammenbauen, wie der wieder zieht. Weil das Geile ist, wir Ansaugbrücken und so haben wir auch sauber gemacht. Dank auch dein Tipp. Mhm. Ne? Die haben nur eine andere Farbe angenommen. Aber genau dein Rezept, ne, ist Wahnsinn. Also, es ist ja eigentlich mein Rezept. Ich habe es ja aus dem Internet, ich habe es ihm halt weitergegeben. Ja, weil er mir mal gesehen hat bei Instagram und YouTube. Und deswegen hat er mich gefragt, wie machst du es? Dann habe ich es ihm gesagt und das hat er auch so gemacht. Und die AG habe ich nicht sauber gemacht. Okay. Ich habe es jetzt schon vergessen. Ich weiß gar nicht, wo die rankommen. Musst du deine alten Videos selber gucken, wo du die abgebaut hast. Vielleicht baue ich ja gar nicht ein. So, Farid, danke schön nochmal. Ne? Gerne. Und wie gesagt, Farid unten abchecken. Echt, also er macht super Content. Kann ich euch nur empfehlen. Und echt super Shit. Danke. Danke, danke nochmal. Gerne. Das Ding ist geil. Vielleicht kriege ich dich noch. VW Farid. So werde ich dich irgendwann nennen. Ne? Danke nochmal, Farid. Ich hab's gesehen. Nochmal so, nochmal so. Danke schön, Farid. Nichts tun. Und ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Konstitut. Bis dann. Auf rein. Ciao.